Ja. Ja. Nein. Och, nein. Hallo, liebe Leute, ich bin's, der Carsten, hier aus Norwegen, von der Insel Froja. Um genau zu sein, im Revier Titran sind wir hier auf der Titran-Rohrbuhranlage von Magma. Und ja, ich bin schon seit einigen Tagen hier und habe von der Firma Köderwerk den Auftrag gekriegt, mal die Köderwerk-Gummis zu testen für euch. So, Köderwerk ist eine neue deutsche Marke, die ist jetzt seit kurzem auf dem Markt und zeichnet sich dadurch aus, dass also sämtliche Gummis hier in Deutschland produziert werden und das so umweltfreundlich wie es nur geht, völlig frei von Giftstoffen, 100% recycelbar. Wir haben das irgendwie geschnallt. Ja gut, aber wir haben ja gerade auch direkt ein Oh, da ist auch was Schönes. Oh ja, nee, lass mal runter. Das sieht gut aus. Ja, ja. Nein. Ach, nein. Oh. Ja, komm, nochmal runterlassen. Da, ja, da. Es hat ein bisschen gedauert, aber da hängt wieder... Oh, das ist die Rute krumm, mein lieber Scholli. Ja, Volski! Ist die Lut. Alter! Das ist Hammer. Es ist einfach nur Und Hammer. Das mit meinem Tennisarm, ich werd bekloppt. Halt durch! Ich hab eine Ibu gefuttert, alles gut. Ich glaube, die brauchst du auch heute. Da ist er. Oh, da pumpt er, da pumpt er. Oh. Sehr schön. Was ein schöner Dorsch. Bisschen kleiner als der gerade. Aber auch wieder geil. Oh ja. Wahnsinn frisch. Sehr schön. Also wir werden echt mit richtig guten Größen belohnt. Absolut. Absolut. Es macht mega Spaß. Und da ist der Kollege. Wahnsinn. Geil. Sehr schön. Leute, klasse. Jetzt zeigen wir euch nochmal den schönen Köder. Ja, jetzt ist er auf dem Kopf. Auf dem Kopf, egal. Auf geht's, Männer. Schöner Köder, Werkköder in Motoröl. Petri Carsten. Petri, Dank. Es geht weiter. So, auf geht's. Es wird weitergefangen. Der nächste, dieselbe Dame. Wahnsinn. Ja, ich hab grad meinen versorgt. Alter, der steht. Boah. Also das geht hier Schlag auf Schlag, Leute. Das ist einfach bisher der geilste Tag. Gut, ist erst der zweite, wo wir draußen sind, aber das ist schon echte Norm. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir so 60er, 70er, 80er Dorsche genug drin. Und dann werden wir wahrscheinlich umschwenken und werden dann auch wirklich auf die Öhreklacken fahren und werden dann auf andere Fische angeln, weil eben jeder Spaß muss auch mal ein Ende haben. Aber im Moment ist das einfach noch zu geil. Das ist einfach zu geil, ja. Oh, ja, Mann. Ja, diesmal wieder etwas kleiner. Oh, Pollack. Oh, schöner Pollack. Pollack. Okay, ein schöner Pollack. Schöner Pollack. Ja, warte mal. Ich versuche mal mein Glück hier. Mit der Handlandung. Schauen wir mal. Da ist er weg. Oh. Ich habe ja gedacht, ich versuche mein Glück. Ich hatte kein Glück. Egal. Ja. Kommt der nächste. So ist es. Ja, einfach geil. Ja, wir wollten euch eigentlich auch ein paar Sachen erklären und vorstellen, aber das Angeln ist einfach das, worum es geht. Und das läuft hier gerade so geil, dass wir das einfach bisher noch nicht machen. Ihr habt einfach Spaß bei dem, was ihr seht. Wir haben da auch gerade unseren Spaß dran. Auf geht's. Yannick, du darfst wieder weiter angeln. Ich danke dir. So, da ist der nächste. So, wir haben gerade wieder umgesetzt bzw. zurückgesetzt. Dieselbe Drift jetzt zum dritten Mal abgefahren und zum dritten Mal knallt das im Gebälk. Die letzte Drift, die wir jetzt hier machen. Da kommt er schon. Ja. Ja, da ist er. Geil. Schönes Ding, ne? Ja, echt rein. Gute Fische. So, läuft, sag ich mal, und nicht nur die Kamera. Carsten hat endlich was echt Gutes von Kämpfen her. Ja, der ist richtig abgegangen, wie Zöpfchen.
Ich bin gespannt, ich sehe ihn schon. Ja, wir haben den Drill leider nicht ganz drauf, weil ich auch eben noch ein Dorsch verarzten musste. Oh ja. Oh, der ja. Geht schon. Der ist auch gut. Ja. Ja, Rattenbulle doch. Rattenbulle. Da nehme ich glaube ich aber doch mal den Kescher. Oh. Alter, das ist ein geiles Gerät. Wattendorsch. Oh. Schön auf Gummifisch. Granate. Oh. Mega stark. Herrlich. So, wir haben uns mal den Spaß erlaubt und haben auf L-Routen mit 10 bis 14 Gramm maximal umgestellt. Und ja, was soll ich sagen? Guckt es euch an. Mega geil. Alter, das bringt so Laune, Leute. Da geht er. Oh, oh, oh. Wir haben echt unseren Spaß. Also, Wahnsinn. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, was da hochkommt. Ja, ich auch. Wie das Verhältnis ist. Komm mal. Oh, da kommt was. Ja. Das sieht aber gar nicht so groß aus. Ja, aber du hast auch echt eine weiche Rute, ne? Aber das ist ein guter. Das ist ein guter. Schöner Poller. Schönes Ding. Oh ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe einen Köhler. Oh, ein Köhler? Ja. Oh, Fischab Nummer 3. Was für ein schickes Ding. Was für ein geiles Ding. Was für ein schickes Ding. Köhler. Feines Teil. Oh. Und diesmal auf den Poppy in Grün, der jetzt kein Tell mehr hat. Du kannst ja mal den noch mal runterlassen und gucken, ob der auch ohne Paddel fängt. Hier. Ja, auf jeden Fall. Dann zocke ich den halt mehr. Dann sind wir nämlich sicher, dass sie wirklich bissig sind. Sehr geil. Sind. Leitköder. Geiles Ding. Mega stark. Ja, ja. Sehr geil. Das macht schon richtig Lenz, ne? Auf diese jeden Fall. Gummiangelei, der 60, 80 Gramm gut oder so, Aufroller, Köder und Dorsche, das ist schon geil. Ja, 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 ja. Jetzt will er es wissen. Ja. Gute komplett krumm, geil. Oh, jetzt sind wir aber hoch, die Kollegen. Lang kann es nicht mehr dauern. Oh ja. Köhler. Der hat aber Rabatz gemacht, so hat der Ziege. Für die Größe, ne? Ich hole dich mal kurz hoch. Ja. Da ist er. Ja, sauber. Toller Fisch. Ja, finde ich auch. Stark. So kann es weitergehen. Ja. Sehr schön. So, Carsten. Ja, was für ein schöner Dorsch. Hammer. Jo. Sauber. Das hat Ding. Sehr geil. Hammer. Spitzenmäßig. Mal Fisch fangen. Du wirst schon wieder hässlich. Sehr, sehr geil. Das erste Mal runtergelassen am Spot und da ist er schon. Wahnsinn. Hol ihn raus, Micky. Anne, Carsten. Ja, ich tue alles. Sehr geil. Ah, ist auf jeden Fall schon ganz gut da. Das sieht gut aus. Punkt, das liegt alles an dem Hut. Natürlich. Ich glaube, den muss ich auch noch mal aufsetzen. Geil, Omar. Ja. Oh. Oh, 22 Meter haben wir hier nur. Ja, das sieht nach Dorsch aus. Zielfisch. Oh ja. Das ist Zielfisch.
wieder ein richtig schöner. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Warte mal, ich hole mir mal meinen Kescher hier. Jo. Eingeletzt. Juhu. Oh, feines Ding. Petri. Feines Ding. Petri, Dank. Super Fisch. Jetzt sind wir wieder im Flachen. Und Carsten holt hier wieder so ein richtig, richtig schön Dorsch raus. Ja, Petri. Ja, Petri, Dank. Toller Fisch. Jetzt ist wieder eingewickelt. Ah, komm her, da ist er. Oh ja. So. Ja, so sollen sie aussehen. Schön. Hammer. 16 cm Puppi. Geil. 16 cm. Ja, so darf es gerne weitergehen, den ganzen Tag von mir aus. Super Einstieg hier. Gut, wie Jannik gerade schon sagte, wir waren ganz am Anfang, haben wir schon einmal gefischt. Aber jetzt hier draußen auf der Öhre klacken der erste. Wow, 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 wow. So. Ach, sehr geil. So darf es weitergehen, Männers. Da ist er nochmal. Sag mal hallo. Sehr schön. Köderwerk.